Der nächste, bitte. Bitte schön. Hallo, Frau Doktor. Hallo, Herr Khalil. Sitzen Sie sich bitte. Dankeschön. Bitte schön. Herr Khalil, was fehlt Ihnen denn? Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich schlecht. Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Ohrenschmerzen. Gestern Nacht hatte ich auch Fieber. Ja, und seit wann haben Sie Schmerzen? Seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen. Herr Khalil, husten Sie? In der Nacht, ja. Ja, und hatten Sie Schüttelfrost? Nein, das habe ich nicht. Okay. War es Ihnen ein bisschen schwindelig? In der Nacht, ja, auch schon. Ja. Hatten Sie wahrscheinlich Magenschmerzen oder Bauchschmerzen? Nein, das habe ich nicht. Mhm. Leiden Sie an Durchfall? Das auch nicht. Müssten Sie übergeben oder erbrechen? Nein, auch nein. Okay. Und Herr Khalil, wie ist das mit dem Appetit? Mögen Sie essen? Ab und zu. Ich will sagen, auch in der Nacht habe ich gar keinen Appetit. Hm. Am Morgen ganz normal. Schlafen Sie gut? Nur gestern wegen Fieber, glaube ich, und ein bisschen Husten. Okay. Das war ein bisschen schwierig. Mhm. Rauchen Sie, Herr Khalil? Nein. Mhm. Okay, also Herr Khalil, meine Helferin hat einfach Ihre Temperatur und Blutdruck gemessen. Mhm. War alles in Ordnung, also Sie brauchen keine Sorge zu machen. Gott sei Dank. Sie hatten 36,9 Fieber. Mhm. Herr Khalil, ich glaube, Sie haben einfach eine Grippe. Ja? Mhm. Also ich verschreibe Ihnen ein Medikament, das Sie 3-mal am Tag einnehmen sollen. Vormittags, nachmittags und abends, mhm, und immer vor dem Essen. Herr Khalil, haben Sie Magenprobleme? Nein, ich habe keine Magenprobleme. Okay, dann ist es besser, das Medikament mit einer Mahlzeit einzunehmen und danach viel Wasser trinken, ja? Mhm. Herr Khalil, Sie sollen einfach gesundes Essen, warmes trinken. Das hilft Ihnen bestimmt besser zu sein. Mhm. Und ich verordne Ihnen auch Bettruhe, mhm, ja? Also Sie sollen 2 bis 3 Tage im Bett bleiben. Aber ich habe eine Frage. Ja. Was ist mit dem Sport? Einfach jetzt Sport vermeiden. Mhm. Versuchen Sie überhaupt keinen Sport zu machen, mhm, oder Sport zu treiben. Sie müssen einfach zu Hause bleiben, sich ausruhen, nichts machen. Und ich glaube, es wird Ihnen aber schon besser gehen. Wann soll ich wieder vorbeikommen? Also, wenn die Schmerzen immer noch da sind, dann kommen Sie wieder zu mir. Mhm. Dann werde ich eine andere Untersuchung durchführen. Okay. Vielleicht den Urin untersuchen oder Blut entnehmen. Wir können noch eventuell Ultraschall machen. Mhm. Aber ich glaube, es wird Ihnen aber schon besser gehen, wenn die das Medikament einfach einnehmen. Herr Khalil, ich habe noch eine Frage. Mhm. Brauchen Sie einen Krankenschein? Sind Sie tätig? Nein, momentan nicht. Okay, alles klar. Dann bitte das Rezept mitnehmen und mhm, sofort in die Apotheke gehen und das Rezept einlösen. Ja? Okay. Gute Besserung wünsche ich Ihnen. Danke. Und passen Sie auf Sie auf. Alles klar, danke schön, Frau Doktor. Bitte schön. Tschüss.